Als er ein verdächtiges Geräusch hört, reißt er die Kastentür auf und entdeckt den erschrockenen Monteur samt seiner Frau und brüllt: Was machen Sie da drin? Sie werden lauchen, stottert der Monteur. Ich warte auf die Straßenbahn. Es gibt ja doch für alles meist eine ganz harmlose Erklärung. Genau. Soll ich dir noch mehr Symptome für dein heftige Zuneigen zu dem bewussten Individuum aufzählen? Das stärkste Symbol ist wohl die Ruhe, mit der du jetzt meine Darlegungen anhörst. Danke. Das konnte sie sich nun ganz und gar nicht erklären. War dem Mann was geschehen? In diesem friedlichen, harmlosen, von der Vormittagssonne durchhellten Wald? Hat er den Weg verfehlt? Auf dieser breiten, nicht zu verfehlenden Promenade? Ein wahres Glück bei all dem, dass ich nicht eifersüchtig bin.